Mahlzeit, meine Damen und Herren. Ich habe heute Aquaman mitgebracht, weil ich gedacht habe, nachdem die auf der Insel mal wieder den Brexit-Deal nicht durchgekriegt haben, ist heute so ein bisschen Land unter. Aber von wegen, die Anleger, die sind mopsfidel, sage ich nur. Ne? Die legen heute kräftig zu. Wir sehen es, der DAX 0,66% im Plus. Also nicht kräftig, aber immerhin im Plus. Hätte man nicht so erwartet, aber fällt natürlich unter das Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Boris Johnson, wieder so ein kleiner Winkelzug. Ne? Hat er die Verlängerung, hat er nicht selbst beantragt, hat er die Regierung in seinem Namen schicken lassen und hat nicht unterzeichnet. Danach hat er noch ein Papier hinterhergeschickt, hat gesagt, er will den Brexit am 31. Oktober durchziehen und da hat er seinen Servus drunter gesetzt. Also von daher noch offen. Heute nächste Möglichkeit, es geht um dieses Ratifizierungsgesetz. Da hat ihm ja so ein eigener Mann, den er rausgeschmissen hat, hat ihm ja ein Ei ins Nest gelegt und hat damit eine Verlängerung, besser gesagt, eine Verschiebung der Abstimmung beantragt und die ist angenommen worden. Jetzt kann er heute dieses Ratifizierungsgesetz durchs Unterhaus bringen und danach kann er dann wieder abstimmen lassen. Vielleicht ja heute schon die Weichen auf weichen Brexit gestellt und von daher die DAX-Anleger oder die Anleger heute guter Laune und der DAX im Plus. Mein T-Shirt geht also ins Leere. Gucken wir uns das im Einzelnen an, gucken wir uns den DAX an und die Tops und Flops und wir sehen Wirecard 6,09% im Plus, unser Dauerbrenner hier in der Sendung in der letzten Woche. Und heute gibt es natürlich auch Neuigkeiten. Es gab so ein kleines Hickhack am Wochenende. Am Freitag hatte bereits das Manager-Magazin berichtet, dass Wirecard einen externen Prüfer noch hinzuholt, einen neuen, der die Vorfälle in Dubai und Irland nochmal untersuchen soll. Dann kam der Aufsichtsratsvorsitzende, ausgerechnet der Financial Times, dann ein Interview gegeben und da hat der Aufsichtsratsvorsitzende Wulf Mathias gesagt, brauchen wir eigentlich nicht so einen neuen Prüfer. Das Ernst & Young hier macht, reicht. Und trotzdem, Wirecard hat sich heute anders entschieden, hat heute bekannt gegeben, dass die Sache nochmal extern geprüft wird, dass die Vorwürfe nochmal unter die Lupe genommen werden. Und deswegen frohlocken die Anleger heute mit einem Plus von über 6%. Bleibt nur zu hoffen, dass Wirecard es jetzt anders macht als bei dem Prüfungsbericht zu den Vorfällen in Singapur. Da hat man nur Auszüge veröffentlicht und hatte immer so, das hatte so ein bisschen den Fadenbeigeschmack. Da steht noch was drin, was man eigentlich nicht bekannt geben will. Und deswegen haben die Anleger da auch schon ein bisschen gemeckert. Jetzt müssen wir gucken, was Wirecard nach dieser externen Prüfung veröffentlicht. Markus Braun hat gesagt, der Bericht kommt an die Öffentlichkeit. Wir sind gespannt, ob es der Ganze ist oder ob es wieder nur Teilauszüge sind. Also vielleicht so ein kleiner Tipp, Herr Braun, alles raushauen. Das schafft dann am meisten Vertrauen. Wirecard, also haben wir es gesehen. Dann haben wir Deutsche Bank, da gibt es auch ganz gute Nachrichten heute oder nee, eben nicht. Da gibt es eine Abstufung von Bernstein. Die sagen Kursziel 5,50 Euro. Pustekuchenanleger heute freuen sich, frohlocken. Deutsche Bank 2,9% im Plus. Wir haben am Freitag auch schon drüber gesprochen. Vielleicht geht ja das Zertifikategeschäft an die BNP Paribas. Zwischen 400 und 500 Millionen sind im Gespräch. Vielleicht wirkt das heute noch so ein bisschen nach. Lufthansa auch im Plus, ohne richtige Nachricht. Aber wir haben ja gesagt, Lufthansa gehört auf die Watchlist und auch bei unserem Oktober-Gewinnspiel entscheiden auf die Lufthansa ganz, ganz weit vorne. MTU heute ohne Nachricht. Wir sehen es aber hier, Deutsche Börse, Adidas, Vonovia, Merck. Also wir sehen es, die Anleger sind wieder ein bisschen mehr auf dem Risikotrip. Die konservativen Werte sind eher nicht gefragt und bei MTU habe ich so ein bisschen Angst, dass es so ähnlich wird wie bei Wirecard, als die in den DAX aufgenommen worden sind. Da sind die ja fast, haben die an der Marke von 200 Euro geschnuppert, Wirecard, und danach ging es erstmal auch ohne Grund und ohne Attacken erstmal bergab und dann kam ja erst die Short-Attacke Anfang des Jahres von der Financial Times, aber auch schon im September, als die in die Börse, in den DAX aufgenommen worden sind, war es keine Erfolgsgeschichte für Wirecard und MTU bislang im DAX auch noch nicht so richtig angekommen. Die Anleger freuen sich noch nicht so richtig. Die Aktie kann hier im DAX bislang noch nicht so richtig mit einem Plus punkten. Dann kommen wir noch zur Deutschen Wohnen. Die haben einen großen Anteil ihrer Wohnungen in Berlin. Da gab es am Wochenende ja die Entscheidung, Mietpreisdeckel. Auf 5 Jahre sollen die Mieten Stand Juli eingefroren werden. Das kommt heute nicht so gut an. Deswegen sind auch die ganzen Immobilienwerte heute unter Druck. Dann müssen wir auf Netflix nochmal gucken. Ich habe da wirklich, jetzt sieht man es heute nicht, Xetra-Handel am Nasdaq-Handel am Freitag, Aktie über 6% im Minus und unter dem Kurs, wo ich gesagt habe, ich kaufe mir einen Shortschein. Mittlerweile haben die Anleger wahrscheinlich die Zahlen doch ein bisschen anders gelesen. Mittlerweile gibt es kritische Stimmen, dass tatsächlich die Konkurrenz von Apple und eben Disney doch größer ist als angenommen. Hat wahrscheinlich doch mal einer auf die Zahlen auf dem Heimatmarkt geguckt und festgestellt, dass sie hier 300.000 unter Soll waren. Deswegen die Aktie kräftig im Minus. Wir sehen es hier. Dankeschön, Vanessa. Gut gemacht. Schnell auf den Nasdaq-Chart von Freitagabend gewechselt und wir sehen minus 6,15%.
Also da ist dann jetzt doch was im Argen. Und dann kommen wir zum Wert, den ich heute neu auf die Watchlist aufnehmen möchte. Und zwar ProSieben Sat.1. Wir sehen es, 5,32% im Plus. Ich habe am Wochenende, Freitag, habe ich die Aktie reingeholt. Es ist ganz einfach so, Daniel Kretinsky ist bei ProSieben eingestiegen, hat gesagt, er möchte jetzt aussichtsreiche Medienunternehmen aus Europa in sein Portfolio holen. Jetzt fragen Sie sich, wer Daniel Kretinsky ist. Vielleicht kennen Sie ihn doch. Er ist schon bei der Metro eingestiegen, hatte versucht, die Metro komplett zu übernehmen. Ist da so ein bisschen gescheitert. Aber unterm Strich hat der Einstieg von Kretinsky und alles, was darum rumhing, die Metro-Aktie doch ein ganzes gutes Stück beflügelt. Und jetzt gucken wir mal tatsächlich, ob auch ProSieben Sat.1 so richtig davon profitieren kann. Wir sehen es. Der langfristige Abwärtstrend hier im Jahreschart zumindest, der ist gebrochen, wenn die Aktie jetzt hier rauskommt. Dann könnte sich da durchaus eine gute Chance ergeben. Auf dem Niveau haben wir auch eine Dividendenrendite von rund 8%. Das ist ja auch mal eine Marke. Und da muss man jetzt sagen, okay, Dividendenrendite allein kein Argument, um in die Aktie einzusteigen, weil die wird ja immer höher, je tiefer der Kurs fällt. Aber jetzt steigt der Kurs, dann wird es natürlich ein bisschen kleiner. Aber trotzdem, insgesamt sind auch die Analysten bullischer geworden für die ProSieben Sat.1 Media-Aktie. Die Zahlen kommen jetzt Ende des Monats. Und da muss man mal gucken. Auch die Analysten rechnen damit, dass das Werbegeschäft weiter zurückgeht. Aber trotzdem ist ProSieben Sat.1 eigentlich ganz gut im Markt positioniert, hat auch im Online-Bereich interessante Unternehmen, die dazugehören. Ist ja kein reiner Fernsehsender in diesem Sinne, sondern da gibt es ja noch Partnervermittlungsportale und alles, was sie haben. Und vielleicht war jetzt der Einstieg von Kretinsky wirklich mal so ein Schuss, der jetzt auch einfach mal die Trendwende bei ProSieben Sat.1 einreicht oder einleitet, weil die Aktie hat jetzt wirklich lang genug gelitten. Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen länger drauf, Vanessa. Machst mir noch mal einen 3-Jahres-Chart und dann ist alles gut und dann sehen wir das. Dankeschön dafür und dann sehen wir hier, die Aktie hat jetzt wirklich lang genug gelitten. Vielleicht kommt jetzt hier tatsächlich die Bodenbildung und dann geht die Aktie unten wieder ein bisschen raus. Das ist die Spekulation, warum die Aktie heute auf meiner Watchlist ist. Das war Mahlzeit für heute. Dankeschön, dass Sie reingeschaut haben. Morgen bin ich wieder für Sie da.